Wir haben die Türken nicht vor Wien geschlagen, um ihn jetzt Berlin zu überlassen. Rat an unserem deutschen Volk, das Wahl- und Staatsbürgerrecht an jeden hereingeholten Antänzer und jeden Ficky-Ficky-Fachkraft hier zu verschenken. Die Deutschen, und ich rede jetzt nicht von euch Patrioten, die sich hier heute versammelt haben. Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat. Ja, wir bekennen uns zu unserer Verantwortung für die 12 Jahre. Aber, liebe Freunde, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte. Kurz, im 21. Jahrhundert trifft der lebensbejahende afrikanische Ausbreitungstyp auf den selbstverneinenden europäischen Platzhaltertyp. Die bald Ex-Kanzlerin Merkel ruiniert unser Land, wie es seit 1945 keiner mehr getan hat. Der Platz in unseren Geschichtsbüchern ist ihr sicher. Und ich nehme Wetten an, wenn sie bald zurücktritt, wird sie das Land verlassen. Aus Sicherheitsgründen. Das Unterschriftensammeln in der eigenen. Ich nehme Wetten an, wenn sie bald zurücktritt, wird sie das Land verlassen aus Sicherheitsgründen. Was meinen Sie damit? Damit meine ich, dass das Gerücht war, dass sie nach Chile oder nach Südamerika geht. Das wird auch schon diskutiert. Diese Kameltreiber sollen sich dorthin scheren, wo sie hingehören. Weit, weit, weit hinter den Bosporus. Zu ihren Lehmhütten und Vielweibern. Hier haben sie nichts zu suchen und nichts zu melden. Punkt! Die Entwicklung, die jetzt gerade stattfindet, die Herstellung von Wischvölkern, um die nationalen Identitäten auszulöschen und damit die Abgabe der Souveränität an die EU, das ist einfach nicht zu ertragen. Und eine zur Gesundheit, meine Freunde. Wir haben, ich weiß, dass die Asylhelfer in unseren Kreisen nicht so den guten Ruf haben, meine Damen und Herren. Aber diese Asylhelfer haben ganz, ganz viel Kontakt zu unseren Flüchtlingen. Und die Flüchtlinge haben uns bereichert. Und zwar nachweislich. Ich habe das nachrecherchieren lassen vom Gesundheitsamt Trostenheim. Wir haben die Zahlen. Es gibt unglaublich viele HIV-Fälle. Die gibt es halt in Schwarzafrika, das wissen wir. Es gibt aber auch Krätze, meine Damen und Herren, es gibt TBC bei uns wieder, das sind Krankheiten, die haben wir hier im Landkreis seit Jahren nicht mehr gesehen gehabt. Hier muss man ansetzen, hier muss Vorsorge betrieben werden, es muss Aufklärung betrieben werden. Ich möchte wissen, wenn mich in der Nachbarschaft ein Neger anküsst oder anhustet, dann muss ich wissen, ist der krank oder ist der nicht krank, liebe Freunde, und das müssen wir sicherstellen. Liebe Freunde, ich sage diesen linken Gesinnungsterroristen, diesem Parteienfilz ganz klar: Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet, dann wird wieder Politik für das Volk, und zwar nur für das Volk gemacht. Ja. Denn wir sind das Volk, liebe Freunde. Sogar die Auffettung der Einwohnerzahl durch zugewanderte Straftäter mit mehrfachen Identitäten scheint sie überhaupt gar nicht zu stören. Doch ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. Wer soll in Zukunft für die Renten aufkommen? Wer zahlt denn Ihre stattlichen Pensionen? Auch Ihre, Herr Rohfalter, die Schreihals. Ja? Ihre eingewanderten Goldstücke etwa, das glauben Sie doch wohl nicht im Ernst. Jetzt wird unter Herrn Seehofer wieder eingeführt. Die SPD will Familiennachzug für Gefährder. Statt Ausweisung also jetzt Papa-Gefährder, Mama-Gefährder und die Gefährder-Bambini. Die Kleinen gehen natürlich zum staatlichen Werteunterricht und hinterher zu Papas Enthauptungsunterricht. Die GroKo hat ein Programm zur Terroristen-Nachwuchsförderung. Sicherheit der Bürger war gestern, Vorrang jetzt, Wohlergehen von Gefährdern. In New York tagt die UNO. Die derzeit stattfindende Generalversammlung begann mit einem Klimagipfel. Zu diesem Gipfel machte sich auch die bedauernswerte Greta mit der Supersegeljacht eines Milliardärs auf und verursachte damit mindestens 6-mal so viel vom Teufelszeug
CO2, als wenn sie sich wie die meisten ins Flugzeug gesetzt hätte. Am Rande des Klimagipfels sprach Greta in was erlauben Strunz-Manier zu den an ihren Lippen klebenden Politikern, NGO und Lobbyvertretern. Die einen nannten es eine emotionale Rede, die sie aufgeweckt habe, andere die typische Ausdrucksweise eines an Asperger-Syndrom leidenden bedauernswerten Kindes. Diejenigen, die dieses Kind wiederholt ins Rampenlicht zerren, ihre Kindheit zerstören, sie als Legitimation für ihre kranke Politik benutzen, machen sich zwar nicht juristisch, doch aber moralisch des Kindesmissbrauchs schuldig. Liebe Freunde, die Bundeskanzlerin will vollendete Tatsachen schaffen, bevor sie abtritt. Sie will den Bevölkerungsaustausch unumkehrbar machen. Wir sollen als Volk und als Nation allmählich absterben. Die Bundesregierung will, dass wir für die Einwanderer arbeiten, damit die in Ruhe Kinder in die Welt setzen und den Bevölkerungsaustausch vollenden können. Und das wollen wir nicht. Ich stelle mir das vor, wir gründen so eine Never-Come-Back-Airline. Und ich bin auf dem Flug nach irgendwo. Und ich bin ganz sicher, wir kriegen den Flieger voll mit den Claudia Roths, den Cem Özdemirs und wie sie alle heißen. Denn eines ist klar und unmissverständlich. Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Früher haben wir die Polizei gerufen. Heute rufen die ihre Cousins. Mancherorts arbeitet die Polizei nur noch als Hundertschaft. Bürger meiden bereits aufgegebene Orte. Es sind so viele Schutzbedürftige ins Land gekommen, dass jetzt die Deutschen schutzbedürftig sind. Ich bitte an, von wem diese Partei geführt wird. Und dann sagen Sie mir mal, das seien Radikale. Das müsste auch ein Herr Manta erkennen, dass das so nicht ist. Also es wird ja gerne medial kolportiert, irgendwelche Rechtsextremen würden in der AfD längst den Ton angeben. Das sind die üblichen Reflexe, aus den uns nicht gewogenen Kreisen uns in ein bestimmtes Licht zu setzen, das freilich mit der Realität nichts gemein hat. Angriffe auf Journalisten. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Nehmen die Kamera weg. Ganz ruhig bleiben, okay? So, Sie nehmen jetzt hier erstmal ein bisschen Abstand und den Schirm runter, ja? Genau. Ich mag mich nicht von jedem Arsch noch fotografieren lassen. In welcher Fraktion bist denn du? Hey, hey, hey! Ich freu nicht rum, da hab ich doch keinen Bock auf die Fresse. Hilfe! Was soll denn das? Hilfe! Ja, komm, mach mal Fotos. Schämst du dich nicht? Was ist denn los mit Ihnen? Was ist denn los mit Ihnen? Was ist los mit mir? Wollt ihr euch ins Netz stellen oder was? Wollt ihr euch ins Netz stellen? Ey! Spinnst du, Mann? Fass dich an, Jo. Ja? Hallo. Ja, guten Abend. Was ist hier los? Ich weiß auch nicht, ich kann es nicht sagen. Dreckige Fotze! Ihr habt schon so viele Fotos von mir. Ihr Dreckschweine! Wir kriegen euch! Hier! Das ist ein Todesdrohung? Das haben wir jetzt aber mit. Ausraster und Tabubrüche. Werden aus Worten Taten? Antifa, da können Sie noch so blöd oder so hässlich sein. Und man liest und hört, ja? Dass eure Eltern meistens Geschwister waren. Und wenn ich mir das eine oder andere Gesicht genauer anschaue, meine Damen und Herren, dann habe ich fast den Eindruck, als wären die Haustiere auch nicht weit gewesen. Der ist auch niedlich, oder? Aber wir wollen ehrlich sein, nicht alle Bundestagsabgeordneten der AfD drücken sich so ungehobelt aus. Andere machen es eleganter. Manche hantieren auch mit Fakten. Zum Beispiel denken ja die meisten Leute, der Klimawandel sei eine Fluchtursache. Der AfD-Abgeordnete Rainer Kraft meint, es sei genau andersrum. Des Weiteren fördern sie auch die Massenmigration nach Europa, obwohl ein CO2-Abdruck eines Mitteleuropäers 10-mal so groß ist wie eines Menschen in Afrika. Das heißt, 1 Million Menschen, die sie zu uns holen, verbrauchen oder erzeugen 10-mal so viel CO2 wie in Afrika. Das ist ein tolles Argument. Das ist ein super Argument. Also so ein gutes Argument. Nur gegen Flüchtlinge einzusetzen, das finde ich fast verschenkt. Ja? 2 Weltkriege, 60 Millionen Tote, das hat den CO2-Fußabdruck Europas ordentlich reduziert. Hat sich mal einer bei uns bedankt? Und liebe Freunde, da wir ja nun offensichtlich drittstärkste Partei sind, kann sich diese Bundesregierung, die gebildet wird, wie immer sie aussieht,
Sie kann sich warm anziehen. Wir werden sie jagen. Und wir werden uns als Demokraten und Patrioten trotz dessen nicht den Mund verbieten lassen, denn die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Die Ursache allen Übels beginnt bereits in der Grundschule, wo Schüler mancherorts flächendeckend frei von Deutschkenntnissen in Schulen mit Courage im Kampf gegen Rechts geschult werden und besser wissen, warum die Franzosen bloß nicht den Front National wählen dürfen, als dass sie später sinnerfassend lesen können. Und wenn Schüler eine der glücklichen Schulen mit bereits implementierter Erziehung zur sogenannten Sexualität der Vielfalt besuchen dürfen, dann, meine Damen und Herren, dann ist sichergestellt, dass sie am Ende der vierten Klasse besser Kondome über Gummipenisse rollen können als das Große und Kleine einmal eins. Wir haben nicht das Problem des Antisemitismus hier, sondern wir haben das Problem der deutschen Feindlichkeit, nicht der Judenfeindlichkeit. Die deutsche Feindlichkeit ist in Deutschland tausendmal schlimmer als die Judenfeindlichkeit. Klar immer wieder darauf hinweisen, dass nicht Merkel das Problem ist, sondern dass sie nur der Kopf eines stinkenden Fisches ist. Dass nicht nur Merkel weg muss, sondern dass das Merkel-System weg muss, liebe Freunde. Und dieses Merkel-System sind sämtliche Kartellparteien, die es nicht gut mit diesem Land meinen. Ich will es Ihnen gerne mal erklären, weil die arme Rentnerin aus dem bayerischen Wald zu Recht sauer ist, wenn sie auf den Bus warten muss, der dreimal am Tag kommt, während die Asylbewerber nebenan auf Staatskosten mit dem Taxi abgeholt werden. 2 Minuten vor der Geburt soll das Kind nach Überzeugung der Jusos getötet werden dürfen. Verantwortungsvollen Politik ist es aber, dafür Sorge zu tragen, dass das Engagement der Jugend nicht in die Fänge der grünen Klimasekte gerät. Einer Sekte, in der gewissenlose Gurus wie Herr Habeck, Frau Baerbock oder auch Frau Roth unsere Jugend mit irrationalen Klimaängsten für linksextreme Gesellschaftsmodelle gefügig machen wollen. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Frau Merkel wegen ihrer Messerquoten als Kanzlerin zurücktreten muss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der Umstand, dass in diesem Hohen Hause es scheinbar nicht mehr möglich ist, Äußerungen, die direkt oder indirekt den Volkstod unseres Volkes verlangen, zu rügen. Filmen Sie mich etwa? Filmen Sie mich? Unterlassen Sie das! Das ist eine Straftat! Mein Gesicht gehört mir! Machen Sie die sofort aus jetzt!